Von der Trivialität des Lebens. Ist Leben trivial? Ja und nein. Wie viele Menschen das Leben ansehen, so ist es trivial. Man könnte von der Trivialität des Lebens sprechen, wenn man unter Leben versteht, was viele Menschen verstehen. Für viele Menschen erschöpft sich ihr Leben darin, Essen, Trinken, Wohnung, vielleicht Kinder in die Welt setzen, vielleicht auch nicht, arbeiten, Alterssicherung machen, so wichtig für viele Menschen, die Rente sichern, ansparen fürs Alter, die Deutschen sind geradezu besessen von dieser Vorstellung. Und dann, was gibt's noch? Swami Sivananda hat so ausgedrückt, Essen, Trinken, Schlafen, Sex, ist das alles? Stirb nicht wie ein Wurm. Im Leben gibt es mehr als das. Der Mensch hat sein Leben auf gewisse Weise kompliziert gemacht und erkennt nicht, dass die Kompliziertmachung ihn davon abhält, die Trivialität zu durchschauen. Alles, was du aufgebaut hast, wird wieder verschwinden. Alles, was du ansammelst, wird vorbeigehen. Der Körper geht vorbei. Insofern, zu versuchen, mehr Geld zu verdienen, zu versuchen, ein größeres Haus zu haben, eine größere Wohnung, zu versuchen, eine größere Reputation zu haben, dass Menschen dich achten. Alles so trivial. Ist nicht anders, als was auch im Tierreich ist. Und auch, ja, man könnte sagen, auch eine Maus will essen und trinken. Eine Maus baut eine Wohnung. Eine Maus hat ein paar Freunde und Freundinnen, hat Familie und Kinder. Und irgendwann stirbt sie. Wird von der Katze gefressen oder vom Mäusebussard oder vom Fuchs und so weiter. So ähnlich auch, wir werden auch gefressen vom Krebs, vom Herzinfarkt, von was auch immer. Daher, Leben ist nicht wirklich so trivial, wie viele Menschen es leben. Es gibt mehr als das. Strebe nach Höherem. Und lass dich nicht von anderen Leuten beirren, die sagen, ja, du musst dich um die Alterssicherung kümmern. Du musst, all diese musst. Was musst du? Erkenne deine wahre Natur. Erfahre das Göttliche, dann ist es nicht mehr trivial, dann hat das Leben eine tiefere Dimension. Jedes Vögelgezwitscher ist eine Offenbarung Gottes. Jedes Lächeln in den Augen eines Menschen ist eine Offenbarung Gottes. Jede Schönheit der Blume ist eine Offenbarung Gottes. Aber nicht nur das Lächeln, nicht nur die Schönheit. Hinter allem kannst du das Göttliche sehen. Daher, höre auf, dich in der Trivialität des Lebens zu verfangen. Strebe nach den Tiefen des Lebens. Strebe nach dem, was du wirklich bist.